Nee, warte, Auenland-Musik. Ist das überhaupt die Auenland-Musik? Nee. Okay, ich lasse das mal. Ich muss sowieso mal das Interface anmachen. Ich weiß gar nicht, ob ich hier richtig... Offensichtlich ja. Wo ist denn mein Ziel? Ach, dort vorne. Hier irgendwo ist es. Aber wo? Ach, da vorne. Ah, da ist er ja. Unruhestifter. Einen Kampf einstellen müssen, wenn ihr mir oder meiner Bande in die Quere kommt. Hey, ich habe Befehle von ganz oben erhalten und die besagen, dass ich in diesem Land tun und lassen kann, was ich will. Ich mag dieses Haus und es wird mir auch niemand in die Quere kommen. Zum Wohnen ist es zu klein, aber ich könnte das Diebesgut darin lagern, das meine Jungs in den nächsten Wochen besorgen werden. Wenn euch euer Leben lieb ist, solltet ihr Land gewinnen. Yeah. Im Lotto oder was, das Land gewinnen. Stirb, du elender Unruhestifter. Stellt euch mir noch einmal in den Weg. Los. Warte, das wird dann auch das letzte Mal sein. Ah, jetzt flieht er. Ihr habt gewonnen, ihr habt gewonnen. Hört nur auf, mich zu schlagen. Übrigens, wenn ich das gerade sehe, Unruhestifter im Auenland. Also wenn ihr den Film gesehen habt und das Buch mal liest, also das Herr der Ringe Buch, dann werdet ihr ganz am Ende, wenn die Hobbits wieder zurück ins Auenland kommen, noch eine kleine Überraschung erleben, die ich aber nicht spoilern möchte. Dafür müsst ihr das Buch lesen. Wahrscheinlich werdet ihr jetzt, wenn ihr das Buch kauft, an die Stelle springen, aber trotzdem. Müsst ihr auf jeden Fall mal lesen, da passiert noch was, was im Film nicht erwähnt wird. Wo muss ich denn da unten? Muss ich jetzt hin? Ach du Scheiße, das ist ja wirklich... Warte mal, das finde ich glaube ich auch so. Diese Richtung irgendwie, okay. Boah, ist das schön. Oh, wie gern ich jetzt hier wäre, Mann. Verdammt. Wie gern ich jetzt, also wirklich jetzt, wie gern ich jetzt hier wirklich wäre. Unfassbar. Ich vermute ihr auch, glaube ich, weiß ich nicht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Also es ist einfach wunderschön. Ich muss das einfach sagen, es ist unglaublich schön, dieses Gebiet. Huch, hallo? Ich fass das einfach nicht. Naja. Ach, ist das nicht schön. Ach, Mann. Tja. Das Gute ist, dass es ja so Gebiete wie in Herr der Ringe, also diese, das Auenland zum Beispiel, gibt es natürlich nicht so im echten Leben. Allerdings wurde das ja irgendwo gedreht. Nämlich auf Neuseeland und da sieht es dann wirklich so schön aus. Natürlich nicht genauso, sondern so ähnlich, aber von der Landschaft her passt das schon irgendwie. So, bin ich denn jetzt hier? Ich bin bestimmt schon wieder zu weit gelaufen? Nee, tatsächlich nicht. Faszinierend. Ach, hier bin ich jetzt. Bin ich hier richtig? Moment. Nein. Der Unruhestifter. Irgendwo hier oben soll er sein. Aber wo? Ach, da. Der erscheint jetzt, wenn ich zu nahe komme. Ihr werdet euch auf einen Kampf einstellen müssen, wenn ihr mir oder meiner Bande in die Quere kommt. Sagen die alle das Gleiche? Ist der Satz einstudiert oder was? Ihr solltet lieber vorsichtig sein. Ich habe Freunde, die in den Hügeln hier Pläne schmieden. Und diese Halblinge spielen darin keine Rolle. Wenn ihr mir oder meiner Bande in die Quere kommt, bekommt ihr Ärger mit uns. Ihr werdet es noch bereuen, dass ihr euch mit mir angelegt habt. Ah, das glaube ich jetzt eher nicht so. Warte mal, einmal so ein Herzsucher und dann war es das schon mit ihm. Ich hoffe, ich töte ihn dadurch nicht. Huch, nanu, hat irgendwie kaum Schaden gemacht. Was ist denn da los? Fehler in der Matrix. Na komm schon, du bist jetzt gleich besiegt. Autsch, lasst mich in Ruhe. Ich werde euch Gesindel nicht mehr belästigen.
Okay, siehste, haben wir ihn zur Einsicht gebracht. So, jetzt soll ich, ach du Scheiße, zurück zu Halros. Zum Glück ist das überhaupt nicht weit. Okay, ich kann ja, ich weiß ja, wo es lang geht. Heißt also, ich mache jetzt hier mal das Interface aus und dann laufe ich da einfach hin. Alter, wie weit man hier einfach gucken kann, ne? Schon krass. So, da hinten muss ich auch lang. Boah, hier geht's aber steil runter. Und das ist einfach krass, wie weit man gucken kann. Auch wenn das nicht wirklich. Ich weiß nicht, wie das genau gemacht wird. Guck mal, da tauchen nämlich auch irgendwie Bäume auf. Da scheint irgendwie so eine Art entfernte Textur zu sein. Also irgendwie scheint das anders generiert zu werden, wenn es weiter weg ist. Oder anders berechnet zu werden. Was ja auch irgendwie Sinn macht. Weil da musst du ja nicht die volle Auflösung von den Texturen zum Beispiel nehmen. Weil, ich meine, guck dir das mal an, da siehst du ja gar nicht. Da musst du schon in 4K spielen. Mindestens, um da überhaupt was zu sehen jetzt an Texturen in der Ferne. Und selbst da wirst du wahrscheinlich nichts sehen. Habe ich übrigens, habe ich schon mal erwähnt, ne, in Herr der Ringe Online. Also 4K, theoretisch wird es noch ein bisschen dauern, bis ich in 4K spielen werde. Ich warte derzeit noch auf einen bezahlbaren Monitor mit 27 Zoll, so circa. Plus minus 1 Zoll etwa in dem Bereich halt. Weißt du? Derzeit gibt es zwar einen oder soll es irgendwie einen geben, angeblich seit dem 23.01., aber den finde ich nirgendwo. Den Monitor, der kann aber nur 30 Hertz. Das ist zum Spielen jetzt nicht sehr praktisch. Dann gibt es nur einen mit 60 Hertz, allerdings in 24 Zoll. Und einen für 2.500 mit, ich glaube, 31 Zoll oder 30 Zoll. Auf jeden Fall aber deutlich zu groß und zu teuer. Ich hätte lieber einen mit 28 Zoll für. Ich weiß nicht, was wäre ich bereit für 4K auszugeben? Also wenn der Monitor mir gefällt, dann aber wirklich, ich glaube, Maximum wären 1.300 € würde ich sagen, aber wirklich Maximum für den Monitor. Mehr würde ich dafür nicht ausgeben. Ja. Naja. Ob ich es überhaupt machen werde, ist eine andere Frage und ob mir das Geld dann nicht vielleicht doch zu schade ist. Naja. Vielleicht warte ich einfach nochmal. Ich glaube, da macht es schon eher Sinn, erstmal abzuwarten, bis wenigstens Grafikkarten so weit sind, dass man damit vernünftig in 4K spielen kann. Ah, ich glaube, hier bin ich irgendwie sogar gleich da. Warte mal. Das war hier, ne? Ha, ich hab's gefunden. Ohne Karte. Ohne Interface, wohlgemerkt. Ja. Krass. Hätte ich nicht erwartet, dass ich das finden würde. Aber so schwer war es jetzt auch nicht. Halros, Hallöchen. Könnt ihr mir helfen, diese Entscheidung zu treffen? Okay. Danke, Tagador. Auf der Straße tummeln sich in den letzten Tagen immer mehr Unruhestifter und ich fürchte, dass sie den friedliebenden Bewohnern des Auenlands etwas antun werden, wenn ich mit der grauen Schar nach Süden ziehe. Und dennoch, ich habe Aragorn Treue geschworen und ich weiß, dass es meine Pflicht ist, so schnell wie möglich zu ihm zu eilen, wenn er die Dunedain braucht. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Tagador. Was ratet ihr mir? Könnt ihr mir bei meiner Entscheidungsfindung behilflich sein? Boah, wieso soll ich denn das? Halros sollte gehen, Halros sollte bleiben. Gehen oder bleiben? Ganz oder gar nicht, gehen oder bleiben. Was ist das schon wieder für ein Lied, das ich da wieder kenne? Wieso kenne ich das? Ich weiß es nicht. Halros sollte gehen, er hat den Eid geschworen. Ihr habt recht. Mein Schicksal liegt auf der Südstraße. Okay. Ihr meint, ich sollte mit der grauen Schar nach Süden ziehen und Aragorn zur Hilfe eilen. Er ist mein Anführer und es ist meine Pflicht, ihm beim Erreichen seiner Ziele zu helfen, wie auch immer diese aussehen mögen. Aber ich fürchte um das Wohl der Auenländer, wenn ich abwesend bin. Wie wollen sie sich gegen das Böse verteidigen, das von allen Seiten über ihre Grenzen dringt? Halros blickt mit neuer Entschlossenheit in seinem Lager umher. Nein, ihr habt schon recht, Tagador. Diese Hobbits sind trotz allem stark, und wenn sie ohne mich Gefahren begegnen müssen, werden sie diese meistern. Mein Schicksal ist diese Reise nach Süden. Ich werde an der Seite von Aragorn kämpfen und meine Bewohner dieses. Nee, ach Quatsch. Und die Bewohner dieses Landes auf diese Weise beschützen. Danke, dass ihr mir bei der Entscheidungsfindung geholfen habt, Tagador. Ich werde mit der grauen Schar ziehen. Die braven Bewohner des Auenlandes werden ohne meine Hilfe auskommen müssen. Könntet ihr euch zum Gasthof in Daxbauten begeben und dort meinem Freund Lotho Sackheim-Beutlin Bescheid geben, dass ich abreise?
Er hält sich ein paar Tage in Dachsborden auf und interessiert sich sehr dafür, wo ich mich herumtreibe. Annehmen. Okay. Ja, ich würde sagen, dann laufen wir mal dahin. Ach, da vorne ist es ja schon. Boah, ich muss nochmal... Also, das ist unfassbar schön. Ich mach nochmal so. Dann sieht man nicht mein Pferdchen da. Dann mach ich nochmal... So. Ist der Name da auch weg? Boah, ist das schön. Guck dir das mal an hier. Und da eine Statue. Also ich muss ja sagen, huch, hier springt ein Hobbit rum. Oder läuft auf dem Zaun rum. Oder auf der Mauer. Ah, ein Regenbogen. Alter, ein Regenbogen. Ich glaub's ja nicht. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich in diesem Spiel einen Regenbogen sehe. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Ich kann mich zumindest an keinen Regenbogen erinnern. Oder habt ihr schon mal im Let's Play irgendwo einen Regenbogen gesehen? Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals einen gesehen habe. Krass. Ist ja einfach mal so ein Regenbogen. Zumal es gar nicht regnet. Von daher ist er total sinnvoll. Aber naja. Ich will mich ja nicht beschweren. So. Ne? Regenbogen ist ja gut. Das ist wahrscheinlich... Ich weiß auch nicht, wieso hier ein Regenbogen ist. Keine Ahnung. Boah, ist das schön hier, Dachsbauten. Huch, hier wird es irgendwie sehr neblig. Oder nicht? Na doch, ein bisschen. Oder ist das... Ach, das ist die Sonne, die blendet, glaube ich. Ach so. Ja, das ist die Sonne, die blendet. Boah, ist das schön. Alter, ist das... Boah. Wie gern ich jetzt hier wäre. Ich glaube, da würde ich sogar fast auf Internet verzichten. Ja, wenn ich hier einfach leben könnte. Alter. Wobei, weiß ich nicht, ob ich auf Internet verzichten würde. Wäre wahrscheinlich besser das hier plus Internet plus, naja, die ganzen anderen Dinge, die man so nicht unbedingt zum Leben braucht, aber naja. So, ich mache mal die Namen wieder an. Dann sieht man auch hier, das Schaf heißt Schaf. Hey. Okay, Interface an und dann gucke ich mal, wo ich hingehen muss. Jetzt trödel ich hier die ganze Zeit rum, aber es ist einfach so wunderschön. Also, es tut mir leid, aber das ist... Das muss ich einfach, also das geht nicht, das kann ich nicht, da kann ich nicht wegschauen, das ist einfach so wunderschön. Mensch, das macht mich schon fast traurig, dass ich jetzt nicht hier bin. Warte mal, hier im Gasthaus ist es, ne? Ja, im Gasthaus drin. Da ist der, huch. Ach, hier war ich sogar mal drin, in dem Gasthaus, Flug und Sterne. Ich erinnere mich, als ich diese komische Quest gemacht habe, wo ich so viel trinken musste. Dieser Waldläufer wird das Auenland verlassen? Sehr interessant. Was sagt ihr da? Der Waldläufer will das Auenland für eine Weile verlassen? Das ist allerdings... interessant. Danke, dass ihr mir Bescheid gesagt habt. Schade. Wirklich sehr schade. Okay, sprecht mit Halros auf dem Grünfeld. Alter, dieses Hin- und Hergelaufe. Auch wenn die Landschaft schön ist, aber auf Dauer... Ich weiß ja nicht. Andererseits, die Landschaft ist... Alter... Das ist einfach so wunderschön. Guck dir das mal, warte. So. Guck dir das mal an. Ja, also da. Na gut, hier der Wald jetzt nicht. Geht eigentlich. Oh, das ist so. Ich weiß auch nicht. Es ist einfach schön. Was soll ich denn sagen? Ich kann ja nicht sagen, dass es nicht schön ist. Ich muss das einfach nochmal hier. Bisschen über die Landschaft schweifen lassen, den Blick und seitwärts laufen, das kann mein Pferd auch. So. Ach, das ist, also... Wie schön das einfach ist, ne? Und da jetzt hier mit der Alter, mit der Sonne, schon krass. Ne, also da muss ich ja mal sagen, das ist schon, und das jetzt noch in 4K, auch wenn das hier schon 1104... Nee, falsch, 1440p sind. So, warte, nochmal wieder alles anmachen. Nerv. Das mit den Textnamen verstehe ich nicht. Danke für eure Hilfe in meiner Entscheidungsfindung. Eigentlich müsste ja, wenn das Interface ausgeblendet wird, eigentlich mal alles ausgeblendet werden. Das wäre ja sehr hilfreich. Naja. Was sagt ihr da? Lotus schien erfreut zu sein, dass ich aufbreche. Das ist aber komisch, denn er hatte mich vor ein paar Tagen aufgesucht und viele Fragen auf dem Herzen. Ob ich ins Breland reisen wolle, ob ich bestimmte Siedlungen im Auenland besuchen wolle und so weiter und so fort. Nun, er und seine Leute kommen sicherlich auch ohne meinen Schutz zurecht. Es tut mir in der Seele weh, sie zurückzulassen.
die zurücklassen zu müssen. Doch wenn Aragorn sein Volk braucht, dann muss es ihm zu Hilfe eilen. Danke, dass ihr mir bei der Entscheidungsfindung geholfen habt. Und eine Karte nach Esteldin, die kann ich sogar benutzen, weil die 10 Minuten um sind. Eure nächste Reise sollte euch nach Esteldin bringen. Ich habe mich entschieden, Thagador, und jetzt ist es an der Zeit, dass ihr mit der Aufgabe fortfahrt, die Herr Elrond aus Bruchtal euch gestellt hat. Rekrutiert weitere Dúnedain für die Graue Schar, damit diese gen Süden und Aragorn zu Hilfe eilen. Eure nächste Reise dürfte euch nach Esteldin führen, dem versteckten Lager der Waldläufer in den Nordhöhen. Halbarad wird... Also so versteckt ist es eigentlich gar nicht. Naja, Halbarad wird sicherlich mit der Grauen Schar nach Süden ziehen wollen, doch er ist nicht oft in Esteldin. Sprecht daher an seiner Stelle mit dem Waldläufer Daerwun. Dieser wird euch sagen, wo ihr Halbarad finden könnt. Daerwun hält sich meist im Zentrum von Esteldin auf und kümmert sich um Verteidigungsmaßnahmen zum Schutze der Bewohner der Nordhöhen. Okay. Dann wollen wir doch mal, wo ist denn jetzt die Karte? Da ist die Karte, dann reisen wir mal, verlassen wir mal dieses wunderschöne Auenland. Das tut mir fast in der Seele weh. Nein, es ist so wunderschön, ich will hier gar nicht mehr weg. Ich will hier eigentlich wirklich gar nicht mehr weg. Ich könnte jetzt die nächsten 500 Folgen wahrscheinlich einfach hier im Auenland bleiben und die ganze Zeit die Landschaft angucken. Aber es wäre ja nicht sehr effektiv, so die Zeit zu nutzen. Ist aber trotzdem schön. Naja. Krass einfach. Also allein dafür lohnt es sich eigentlich, das Spiel zu spielen. Ja, oder das Let's Play zu gucken natürlich. Ja. Ich sag dazu jetzt mal nichts. Ja, also. Daerwun, Hallöchen. Halbarad muss euch anhören. Ihr bringt mir beunruhigende Nachrichten, Thagador. Welchen Gefahren ist Aragorn dort unten im Süden wohl begegnet, dass er die Dúnedain als seine engsten Verbündeten braucht? Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Vielleicht sind die Dúnedain nicht seine engsten, aber seine treuesten Anhänger. Halbarad muss erfahren, was ihr zu sagen habt. Doch er verließ uns heute Morgen, um sich einer ernsten Gefahr zu stellen. Uns erreichte die Nachricht, dass mehrere Feinde, die nach der Niederlage des falschen Königs aus Angmar geflohen waren, eine Siedlung in einer Höhle in den Nordhöhen gründen wollen. Halbarad begab sich zu dieser Höhle, die den Namen Tam-Umdur trägt, um diesem Gegner zuvorzukommen oder ihn gar zu besiegen, bevor er die in Khan-Dûm erbeuteten Relikte zur Errichtung eines neuen Angmar einsetzen kann. Ihr findet Halbarad in Tam-Umdur im Schatten der Feste Krit-Lang, weit im Osten von Esteldin in Ost-Nan-Amluk. Überbringt ihm eure Nachricht und helft ihm die Pläne des Feindes rechtzeitig zu durchkreuzen. Okay. Wie spät ist denn eigentlich? Oh, okay, ich muss noch ein bisschen spielen. Sonst passt das nicht mit der Folgenlänge, Mist. Dann wollen wir mal. Welches Level bist du hier eigentlich? Ach, 29 ist ja. So. Okay, dann hier im Osten soll das sein. Ach Gott, da hinten, ganz weit im Osten. Ja. Echt mal auf der anderen Seite von der Mauer ist es bestimmt. Also von dieser Bergkette. Die symbolisch für eine Mauer steht, die aber überwindbar ist irgendwie. Kannst du einfach drüber reiten. Anders als die Mauer. Naja. Verstehe ich auch gar nicht. Also manchmal sind die Menschen sehr seltsam. Wieso sperrt man seine Bürger in einem Land ein? Also ernsthaft. Wieso? Wie kommt man auf so kranke Ideen? Und führt die denn auch noch aus? Ich meine, auf die Idee kommen, okay, ja, aber die denn auch noch ausführen? Also, sorry, aber da habe ich kein Verständnis für. Wahrscheinlich waren die Leute einfach nur verrückt, die das gemacht haben. Naja. Tja. Heutzutage werden wir wohl eher dadurch eingesperrt, dass unsere Flughäfen nie fertig werden. Aber zum Glück gibt es ja genug. Ne? Tja, zum Glück ist der Flughafen Berlin-Brandenburg nicht der einzige Flughafen. Sondern wir haben noch mehr. Für die, die das jetzt hier in 10 Jahren gucken oder in 100 Jahren, vielleicht auch in 100.000 Jahren. Wahrscheinlich ist er dann endlich mal fertig, der Flughafen. Berlin-Brandenburg, wenn er dann überhaupt noch steht, ich weiß es nicht. Frag mich, ob er,
ob er zuerst zuerst der durch die Zeit verfällt und weil der Zahn der Zeit so an ihm nagt, dass er gar nicht mehr nutzbar ist, bis er endlich mal fertig ist. Kann auch passieren, wenn er so weitergeht. Nee, ich weiß nicht, wann er fertig wird, der Flughafen. Aber wenn ihr das in 10 Jahren guckt, der wird schon ewig gebaut. Sagen wir es mal so. Ne? Ich weiß nicht, ob er dann fertig sein wird, wenn ihr das Video hier schaut. Irgendwann mal später. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch geschaut wird, irgendwann später. Keine Ahnung. Das kann ich euch nicht beantworten. Das werden wir ja sehen. Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich wird es tatsächlich irgendwer nochmal in 10 Jahren gucken. Ob das so viele sein werden, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Was da hinten? Ach, Alter, was ist das denn? Alter, wer baut denn sowas Großes? Alter Schwede. Schon krass, ne? Was die Leute alles bauen, das kenne ich noch gar nicht hier. Ist mir komplett neu. Und diese Quests hier habe ich, glaube ich, auch noch nie gemacht. Seltsam. Sehr seltsam. Und wo ist eigentlich mein... Da hinten ist mein Ziel. Irgendwo dort hinten. In dieser Höhle. Dort ist es. Das Ziel meiner Träume. Oder so ähnlich. Das Ziel, das es zu erreichen gilt. Tam Umdur. Ja. Und so betraten wir Tam Umdur. Diese Höhle. Die aus irgendeinem Grund mit der Tür versehen war. Ja. Und bald würden wir mit Halberath sprechen. Aber erst in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen und tschüss.